Ja, wir machen weiter bei Kapitel 4. Uncharted 2. So. Dann auf geht's. Schauen wir mal, was uns Dort muss erwartet. das Lager sein. Alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Okay, Kleiner. Showtime! Okay. Sehr schön. Jetzt versuchen wir langsam zu machen, bis er sich umdreht. Falls er sich umdreht, keine Ahnung. Tja. Keine Ahnung. Ich hatte es gehofft, dass ich ne kann. Ach, lautlos. Jawohl. Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Sequenz. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Warte mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit dran vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum?
weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Ruf alles ab. Oh je, ich glaube, jetzt geht's. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Jo. Na, ihr da. Wie praktisch. Da mache ich doch. Ah. Fallen lassen. Die kommen von links. In Ordnung. Tja, das haben wir doch gut gemacht. Okay. Durchsuch das Gebiet. Da liegt noch was. Durch die Mitte. Zeig die. Sie kommt von rechts. Ja, die Tür ist gar nicht so schlecht. Zu viele für mich, Kleiner. Sie haben Verstärkung geschickt. Bleib zurück. Ich helfe dir von hier aus. Come on!
Scheiße, was war das? Was war das? Okay, Sally. Tja, wie? War da. Jetzt stelle ich mich aber doof dran, oder? Okay, Sally. Scheiße. Boah, ey. Ich bin aber echt ein Trottel. Okay, Sally. In Deckung. Neue Granatensäure, die hier doch da, oder? Perfekt. Boah, ey, ich bin echt ein Trottel. Hier kommt was! Unfassbar, wie viel Anläufe ich gebraucht habe, oder? Mann, es tut mir leid, ich weiß. Hier entlang. Ich habe schon ewig keinen Schatz mehr gefunden. Oder? Ja, aber du ist aber auch nie irgendwas. So, bin ich hier richtig? Ich hoffe es ja mal. Sally, sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Naja, du bist nix. Oh, auf jeden Fall. Wow. Eine schöne Aussicht. Aber auch nirgendwo Schatz. Das mal an. Oh ja. Hey. Aha. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen?
Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle so. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Sehr, sehr düster. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder Harz. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. An dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Na, dann drücken wir immer. Oh, das haben wir jetzt mal relativ schnell gewonnen. Ja, man kann ja auch mal Erfolgserlebnis haben, ne? Die Spur führt hier rein. Mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Schauergeschichten. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es
kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Oh je, da passiert bestimmt noch irgendwas, oder? Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hilf mir mal, Nate! Verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Los, die nächste es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Verdammt, sie haben uns entdeckt! Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist! Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist! Na, du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer schießen. Wie nett.
Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hallo? Ja, ich bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Okay, gut, dankeschön. Und wie ihr seht, sind wir in Kapitel 5 angekommen, Häuserkampf. Und dann werde ich mich demnächst nochmal melden. Bis dann, ciao.